Guten Morgen. Ich möchte heute mit euch über Fokussierung reden. Denn Fokussierung führt dazu, dass es solche Gruppen gibt, die man RTL2-Zuschauer oder Bildleser nennt. Denn in diesen Formaten wird immer eine Tendenz des Menschen ausgenutzt, dass sie sich fokussieren können auf eine Sache. Und dass diese eine Sache von großer Bedeutung für sie ist. Das kann zum Beispiel ein Thema sein, was einen aufwühlt, was einen Angst macht. Das kann ein Thema sein, wo man positive Emotionen bedient, wo man begeistert ist. Und genau das wird bei diesen Medien getan. Und natürlich auch bei verschiedenen YouTube-Formaten, aber auch in der gesamten Medienwelt. Forenstrukturen sind darauf aufgebaut, auf gewisse Fokussierungen. Da gibt es Foren zu gewissen Themen. Und dort verbringen manche Menschen sehr viel Zeit. Sehr viel Zeit. Und ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte. Ich hatte auch ein Forum, wo es um Computerspiele ging. Da habe ich sehr viel Zeit verbracht. Und es gibt aber auch Foren zu Politik. Es gibt Haterforen. Es gibt Foren zur Wirtschaft. Es gibt ganz, ganz viele Foren. Aber all das ist genau dasselbe Prinzip wie bei den Menschen, die man RTL2-Zuschauer oder Bildleser nennt. Sie fokussieren in dem Bereich ihres Lebens immer nur auf eine Sache. Und darauf baut sich diese gesamte Gefühlswelt auf. Und wenn das Thema wiederholt wird, wenn man zum Beispiel in einem Wirtschaftsforum ist, dann wird man sehr wirtschaftsaffin. Und dann ist das ganze Leben dreht sich ja nur noch um die Wirtschaft, weil man auf dieses fokussiert. Oder Thema Fremdenhass. Wenn man darauf fokussiert, auf diesen Fremdenhass, indem man Berichte dazu liest, indem man sich in Foren und in Threads sucht, wo über dieses Thema berichtet wird und da jeden Tag reinschaut und guckt, boah, die Ausländer, die Muslime, die haben wieder zugeschlagen und dann baut sich sowas auf. Ne? Das ist eine Fokussierung. Bundesliga-Foren, mein Verein, Hamburg SV, Köln, was auch immer. Ich schaue mal jeden Tag rein, fokussiert auf diese eine Sache. Das Leben wird so eng. Das Leben wird so eng. Die ganze Gefühlswelt, Freude, Leid, ist abhängig von einem Thema. Aber das Leben ist viel mehr. Das Leben ist ganz groß und vor allem universell zusammenhängend. Eine Fokussierung auf eine Sache, egal was das ist. Ich habe euch ja jetzt mal so eine Facettenbreite gezeigt, was das alles sein kann. Das ist wirklich schädlich. Das ist richtig, richtig schädlich. Weil ihr nicht das Leben seid. Ihr lebt kein Leben, sondern ihr lebt eine Sache. Ihr fokussiert auf eine einzige, auf so eine kleine Sache. Und das ist ein Punkt, woran wir alle arbeiten können. Weil diese Fokussierung liegt uns inne. Wir können uns auf eine Sache konzentrieren. Das ist möglich. Und wir müssen dieses nur bewusst einsetzen. Wir können uns gerne auf eine Sache konzentrieren, um eine Sache zu Ende bringen oder sowas. Aber wenn man dieser einen Sache sehr viel Raum im Leben gibt, baut sich die gesamte Gefühlswelt, die ganzen Emotionen, die ganzen Gedanken, sein Leben um diese eine Sache auf. Egal was das ist. Und ich denke, das gilt es zu vermeiden. Weil egal, ob ihr Fan von einem Bundesliga-Verein seid oder ob ihr Islamisten hasst oder ob ihr die Politik liebt oder hasst oder AfDler seid oder Linker oder SPDler oder was auch immer, es wird immer gute und schlechte Zeiten geben und es wird immer mit Leid verbunden sein. Und wenn dieses Leid kommt, dann ist dies nicht real, sondern ihr empfindet nur das Leid, weil ihr so in dieser Welt drin gefangen seid, in dieser fokussierten Welt, in diesem einen Ding. Das kann auch euer Job sein. Ne? Euer Job, wo ihr nur fokussiert seid. Ne? Manche nehmen ja auch ihren Job mit nach Hause. Ne? Aber selbst in der Zeit der Arbeit solltet ihr nicht nur auf die Arbeit 8 Stunden fokussieren. Ne? Zumindest nicht mit eurem Gefühlsleben. Ihr solltet die Arbeit tun, ihr solltet sie einfach tun, aber nicht der Arbeit eine große Bedeutung beimessen. Das mache ich auch nicht, obwohl ich meiner Meinung oder objektiv gesehen auch, trifft das wahrscheinlich auch zu, eine Arbeit mache,
die durchaus eine große Bedeutung hat, die Welt zu verbessern. Aber trotzdem versuche ich da nicht drauf zu fokussieren. Ich versuche die Arbeit, wenn ich sie tue, zu tun. Aber wenn ich dann kacke, dann kacke ich. Und das ist das Entscheidende, dass man halt wirklich nicht diese alleinige Fokussierung auf irgendein Themengebiet im Leben, in sein Leben dann einzugreifen. Das Leben ist universell, wir sind mit allem verbunden. Wir bestehen aus Energie, wir sind in ständiger Wechselwirkung. Wenn wir nur die Fokussierung unserer Energie auf eine Sache lenken, dann kann das nicht natürlich sein. Und wenn das nicht natürlich sein kann, natürlich im Sinne von, wie es sein sollte. Also nicht natürlich, dass ich Öko-Sandalen trage und sage, nein, ich will keine Technik haben, sondern natürlich im Sinne von dem, wie es sein sollte. Wie es konzipiert ist von der universellen Energie. Ja. Und wenn ich das eben nicht tue, und wenn ich das mache, ich glaube, das kann nicht gut sein. Aber wir leben in einer Welt der Fokussierung. Ja? Und Fokussierung ist erfolgreich. Fokussierung, Medien, RTL 2, Bildzeitung, Foren, YouTube-Kanäle. Schaut euch die YouTube-Kanäle an, die besonders erfolgreich sind. Sie fokussieren auf einen bestimmten Bereich, auf einen bestimmten Bereich. Und dort, und das ist auch, wenn jemand Business-Empfehlungen für YouTube gibt, da sagt immer, sucht euch eine Nische. Sucht euch einen ganz gewissen Bereich, wo genau die Leute wissen, das ist das Thema. Und dann ist dieser YouTube-Kanal, so, denn die Nische dann auch von vielen auch gerne benutzt wird oder geschaut wird, dann auch erfolgreich. Das sind oft die einfachsten Formate, ne? Unterhaltungsformate oder Aufregformate. Das sind ja so, gerade in letzter Zeit habe ich das Gefühl, es sind ganz viele, die so alles so schlimm und schaut mal, da ist wieder was passiert und darauf fokussieren. Also zum Beispiel eben Fremdenhass, aber auch Politikfeindlichkeit, ne? Verschwörungstheorien, solche Sachen. Einfache Konzepte, worauf man fokussiert, worauf auch möglichst emotional immer wieder projiziert werden kann. Und ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Und ich glaube, dass man da häufiger versuchen sollte, rauszuzoomen, wieder das große Ganze zu sehen. Ja? Und ja, das wollte ich euch heute mitteilen. Einfach den Fokus mal wieder weiten und diese Welt, diese oft kleine Welt, in der man lebt, egal was das ist, oftmals hängt das mit Medien zusammen, diese kleine Welt einfach mal wieder zu verlassen. Diese kleine Welt des Lieblingsvereins oder was auch immer die kleine Welt ist, Fußball. Das ist halt so eine Sache, wo ich kenne halt sehr viele, die halt in ihrer Fußballwelt leben. Ja. Und oder Computerspiele, einmal in den Computerspielen selber oder in Foren über Computerspiele oder Foren über Technik, über Politik, über Wirtschaft. Ja. Solche Sachen. Menschen, die wirklich die Hälfte der Zeit in den Foren verbringen, wo es nur um eine Thematik geht. Facebook zum Beispiel ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was damit gemeint ist. Facebook hat auch definitiv Sachen, die gefährlich sind. Aber Facebook bringt halt sehr, sehr viele Informationen aus verschiedenen Themenbereichen. Das heißt, jetzt nicht gemeint, also Facebook ist schlimm oder sowas, oder Foren sind generell schlimm. Ne? Sondern wenn es fokussiert, ist immer nur ein Thema. Ne? Und genau ist das bei der Bild-Zeitung halt. Da gibt es Themen, die sich immer wiederholen. Ja, wo immer wieder fokussiert wird und große Headlines und immer wieder drauf auf dieses Thema und ja, und das Thema generell Angst bedient wird. Ja. Bild-Zeitung hat natürlich auch eine Facettenbreite von verschiedenen Thematiken, aber halt Angst wird halt immer wieder bedient, Sensationsgier. Und da einfach mal schauen, ob ihr da in eurem Leben vielleicht defokussieren könnt. Und vielleicht auch genau mal das Gegenteil von dem oder eine sehr, sehr artfremdes Themengebiet von dem, was euch beschäftigt, euch damit beschäftigen. Das ist einfach so ein Gedanke von mir und mir hat das definitiv geholfen und vielleicht hilft euch das auch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen.